Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge von Assassin's Creed Unity. Und wir müssen jetzt Ronulli, hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, ermorden. Oder eher gesagt, nach seinen Erinnerungen ausquetschen und dann in Einklang mit unseren Prinzipien zum Schweigen bringen. Naja, ich habe mich jetzt ein bisschen über dieses September-Massaker kundig gemacht. Und, der Hauptgrund war halt eigentlich, dass die österreichischen Truppen sozusagen auf das französische Staatsgebiet gelaufen sind und dann ein bisschen Radau gemacht haben und in Frankreich dann es zu Hysterien kam. Und die Leute oder die ganzen extremeren Leute, sagen wir mal so. Was nein, du siehst mich nicht. Gut. Sind halt dann in die Gefängnisse gelaufen und haben alle Revolutionsgegner ermordet, weil die halt total pissed auf die waren. Hey! Aua! Die können mich auch noch schlagen, wenn ich am Boden liege. Das ist ja heftig. Und es war halt zwischen dem 6. und 2. September. Das Schlimme war eigentlich nur daran, dass halt nur ein Drittel der Inhaftierten wirklich Revolutionsgegner waren und der Rest irgendwie andere Vergehen hatte. Oder hatten. Sowas wie Hexerei oder sowas. Also es war nicht wirklich nett. Ich frag mich jetzt allerdings auch schon. Oh. Lasst mich hier. Okay, wo kriegen wir diese Unterstützungseinheit her? Oder diese Ableckungsgelegenheit? Das würde ich jetzt gerne wissen. Ich glaube, das würde dann etwas einfacher werden. Na komm, lauf nach oben. Verdammt. Da und jetzt einfach nur ganz. Ja, super. Ach, das Klettern ist noch etwas schwierig. Muss ich sagen. Achso, übrigens, ich spiele jetzt mit dem Patch 1.0.3. Und der soll halt ein bisschen Grafikverbesserungen bringen. Aber nur ein kleines bisschen. Und vor allen Dingen. Hallo? Super. So geht's auch. Und der soll halt auch ein bisschen bessere Bewegungssteuerung bieten. Zum Beispiel, ich hab's ausprobiert, während ich sozusagen meine Nebenmission gemacht habe. Die sehen mich noch immer nicht, das ist super. Kann man jetzt über diese doofen Weinreben drüber springen. Was ja vorher nicht ging, worüber ich mich auch ein bisschen aufgeregt habe. So. Wie kriegen wir dich tot? Warte mal. Der spielt mit einem aufgespießten Kopf vor den Gefangenen rum. Okay. Ja, lass den mal die Aufgaben für uns machen. Ich glaube, das ist super.
Vor allem, dass er auf unseren Renoli geht. Oder Ruili. Ich kann es einfach nicht aussprechen. Warte mal, haben wir gerade zwei infiziert? Sieht aus, als wäre alle gegen alle. Oh, der da unten macht mal eben so den Scharfschützen platt. Na, wir haben da scheinbar genau die richtigen gefunden, die sozusagen alle umbringen werden. Gut, dann einmal laufen und das schön ausnutzen. Und wir haben es sogar geschafft, ohne irgendetwas. Perfekt. Wenn ihr Befehl habt, uns aus diesen Hallen zu entfernen, dann müsst ihr auch Gewalt anwenden. Denn wir beugen uns niemandem außer Bajonetten. Aber verwalten bedeutet regieren. Und regieren bedeutet herrschen. Das ist der Kern unseres Problems. Monsieur Mirabeau? Erbärmlich, oder? Verdient Frankreich nichts Besseres? Wie war das? Berlin de Luxembourg. Oui, macht hier sauber, schnell. Ich sagte doch, ich bringe ihn zum Reden. Sehr gut gemacht, Kapitän. Marie? Der Preis für Getreide ist höher als je, Großmeister. Unsere Agenten sind vor Ort, um die Lieferung zu den Docks umzuleiten. Sie warten nur auf euren Befehl. Gut. Hungert sie aus. Durch Hunger und Gewalt werden sie ihre falschen Herren als solche erkennen. Aber seid vorsichtig. Was ihr vorschlagt, dauert mindestens ein Jahr, Großmeister. Wenn nicht zwei. Und ab weg hier. Ja. Ist doch sehr, wie soll ich sagen, sehr aufschlussreich. Die wollen also die Getreide weglassen, die Getreidelieferungen wegnehmen, damit andere, die Bürger hungern und wütend werden auf die Reichen. Ey, wieso seid ihr sauer auf mich? Ich möchte doch einfach nur hier durchlaufen. Stimmt, sie werden sauer auf mich. Nein. Ich möchte nicht, dass ihr sauer auf mich seid. Ich möchte einfach nur weg hier. Das weiß ich übrigens auch. Also, es gab Leute oder Revolutionäre. Ich habe eine leichte Hellebarde bekommen. Okay. Die in der Zeit die Gerüchte verbreitet haben, dass die Reichen sozusagen wie der König und so weiter halt Getreide horten und der Stadt nichts abgeben, und dadurch würde halt auch diese schöne Anfachung sozusagen gegeben mit den Stürmen des Palastes und so weiter. Schön, dass sie das hier eingebaut haben, muss ich sagen. Also, es macht Spaß, das zu spielen, wenn man weiß, so los war. Ich müsste mir eigentlich ein bisschen mehr durchlesen, bevor ich hier sowas erzähle. Wäre sonst etwas doof im Gefahrwissen hier rüberkommt. Was weißt du über Getreidehändler? Freue mich auf dich zu sehen. Die meisten von ihnen sind derzeit sehr arm. Warum? Ich habe eine Spur zu Schama.
Er lässt eine Frau namens Marie Getreide aufkaufen und leitet es zu einem privaten Dock um. Marie Levesque? Du kennst sie? Die Levesques sind seit dem dritten Kreuzzug Templer. Marie war die Einzige, die gegen Germains Exil stimmte. Überrascht mich nicht, dass sie zu ihm hält. Hast du eine Ahnung, wo wir sie finden können? Nicht direkt, nein. Aber das bisschen Getreide, das zurzeit Paris erreicht, wird an den Docks am Hôtel de Ville entladen. Klingt gut. Dort beginne ich. Vielleicht finde ich etwas über Madame Levesque heraus. Gut, dann laufen wir mal gegen so einen Typen. Da betrinkt sich einer. Och ja. Nein, das ist das nicht. Wo ist diese dumme Mission? Ah, zum Pier gehen. Es ist gar keine Mission. Ich bin in einer Mission. So rum. Haha. Sehr sinnvoll. Ja. Laufen wir mal dahin. Und mal gucken, was hier los ist. Hey! Kommt hierher zurück! Ihr habt den Keil verpasst, ihr Deppen! Wo wollt ihr denn hin? Gut. Ich würde sagen, wir folgen dem mal. Und wir springen direkt zu Versuch Nummer 2. Denn den ersten habe ich aufgrund von mangelnder Kompetenz nicht geschafft. Wir kommen natürlich hier an dem Bettlerkönigs Bezirk vorbei. Schneller, ihr Hunde! Warum? Na toll. Habe ich schon wieder nicht geschafft. Warum lassen die sich eigentlich so anschreien? Frage ich mich. Wieso? Naja, sie brauchen das Geld, sagen wir mal so. Damals war zu einer Zeit in der Revolution war es sehr schwer, Arbeit zu finden. Machst du die Fliege? Warum? Ich werde nur das Hirn einkühlen. Komm. Lauf. Ja, ich kenne den Weg schon, deshalb weiß ich, dass man hier hoch muss und so weiter. Schneller, ihr Hunde! Obwohl ich zu langsam bin. Nein. Wahrscheinlich lassen die sich deshalb so anschreien. Warum auch nicht? Wenn man dafür Geld bekommt. Ab nach oben und jetzt laufen wir hier weiter, das ist einfacher. Oh, schon fertig. Gut. Achtung! Verzog die Bugleine! Kapitän! Gibt es Probleme? Nein, Madame. Habt ihr eure Befehle? Hier, Madame. Gut. Und mein Befehl lautet, euch zu erinnern, dass einer der Säcke undicht ist. Ja, Madame. An die Arbeit! Aha. Mir geht gerade ein Licht auf, aber das sage ich euch später. Ja, keinen Alarm auslösen. Versuchen wir es einfach mal. Und mal gucken, was passiert. Wir müssen ja eigentlich nur die Befehle stehlen. Wir müssen ihn ja noch nicht mal töten. Okay, das war's mit dem Alarm nicht auslösen. Ja. Ich würde sagen, das war's. Okay. Ich würde auch sagen, hier machen wir dann für heute Schluss. Denn das andere kommt morgen. Dann kriegen wir das auch diesmal hin. Also bis zum nächsten Mal.
Haut rein!